Willkommen zurück, hochverehrte Zuschauer, zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game im Rahmen von Ninjans Questing Cup Nr. 12. Dieses Mal spiele ich erst in Runde 2 mit Wahl aufgrund der Anzahl der Spieler, das leider so ausgemischt worden ist, dass ich damit ein Spiel weniger habe und praktisch von Anfang an eine Runde früher dabei sein konnte. Ich habe meinem Gegner verboten, die Waldelfen zu benutzen und mein Gegner hat dafür die Untoten bei mir blockiert und sie auch jetzt als erste Armee gleich gewählt. Meine Chaos-Armee besteht aus einer relativ kleinen, aber elitären Gruppe aus Chaos Warriors mit Hellebarden und außerdem Chaos Warriors mit Great Weapons, jeweils zwei. Da vorne noch zwei Einheiten Aspiring Champions mit Magieangriffen. Für den Fall, dass er irgendwelche Banshees und Cairnwraiths dabei hat, wollte ich hier etwas Schaden machen können, auch an magischen Einheiten. Dann habe ich haufenweise große Einheiten mitgebracht, einen Dragon Ogre, einen Giant und Kolex Sun Eater. Da haben normalerweise gegnerische Vampire, also Vampireinheiten, Probleme damit, diese großen Einheiten zu besiegen. Und ich hoffe, das wird auch hier nochmal der Fall sein. Gut, legen wir mal los. Er hat auch keine so große Armee mitgebracht. Wir gucken mal, was passiert. So, was hat er dabei? Haufenweise billige Zombies, um seine Armee aufzupusten. Und eine Reihe von Cryptors. Interessant. Wir stellen uns so hin, dass ich den Bonus bekomme, hier den Berg runter angreifen zu können. Es sieht so aus, als hätte er 1, 2, 3 Einheiten Cryptors, Graveguard, Graveguard. Ah, und da sind seine Blood Knights. Schön, wie schnell sind die? 70 gegen meine 92. Zwei Einheiten Blood Knights, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Und dazu ist noch der Red Duke dabei, aber ohne... Ach komm, schieß doch nicht auf diese billigen Zombies. Aber auf die Cryptors lohnt sich's auch nicht, weil die sich regenerieren. Das heißt, das einzige Ziel sind eigentlich die Blood Knights. Schauen wir mal, ob das klappt. Beziehungsweise, wie viel Panzerung hat die Claw of Nagash? Kaum etwas. Ach, warum schießen wir gleich mal hier ein bisschen drauf? Warum nicht? Achso, er will mich hier verlangsamen mit der Claw of Nagash, weil die ja diesen Effekt hat auf die Einheiten. Achso, und eigentlich kann ich schon anfangen, seinen Lord zu spilchleachen bis zum geht nicht mehr. Denn letzten Endes habe ich keinen Grund, das nicht zu machen. Und wenn sie jetzt hier... Tja, und leider hat es nicht geklappt. Und ich habe schon mal einen schönen Angriff auf ihn ausführen können. Spirit Leech gleich hinterher. Wunderbar. Okay, ein bisschen Schaden gemacht, aber es hat mich ja keine Mana gekostet. Insofern kann es mir ziemlich egal sein. Red Luke. Schon einiges an Schaden. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Jetzt warte ich, bis mein Spirit Leech aufgeladen ist. Und dann werde ich gleich einen zweiten poppen. Mit meiner Scroll of Power. Und dann wird es mit ihm sicherlich ganz schön schlecht aussehen. Das ist mein Plan jedenfalls. Okay, das ist der Plan. Mal sehen, ob er aufgehen wird. Ich bin doch schon recht zuversichtlich, muss ich sagen. So, sieht gut aus.
Und sein Lord wird jetzt gleich erledigt. So, seine Regenerationsfähigkeit ist schon so gut wie im Eimer. Und wenn wir seinen Lord erledigt haben, haben wir das ganze Spiel in der Tasche. Und wenn er jetzt hier versucht, mit seinem schönen Blood Knight mich zu schnappen, hoffe ich, er wird es nicht hinkriegen. Aber leider scheint es doch hinzukriegen. Ups. Ungeschickt. Ungeschickt von mir gemacht. Oh Gott. Ach, scheiße. Ja, das war nicht gut. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass er mit seiner Linie nicht... Oh Gott, scheiße. Kolek. Ich habe nicht auf dich aufgepasst. Wenigstens ist sein Lord gleich tot. Komm schon, mach ihn fertig. Dann ist das Ding nämlich gewonnen. Das war absolut unnötig gerade. Aber seine Hauptlinie ist jetzt so gut wie am Zusammenbrechen. Sehr gut. Und er ist gleich Geschichte. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gerade gar nicht schlecht aus. Und ich glaube, mit dem bleibe ich doch lieber hier in der Nähe. Und sein Lord ist so gut wie erledigt. Komm schon, schnapp ihn dir! Schnappt euch diesen blöden Lord. Dann ist das Ganze nämlich erledigt. Perfekt. So. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass mein Lord nicht erledigt wird. Ich denke, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Das wird vielleicht doch ein bisschen enger, als ich das erhofft habe. Aber seine Blood Knights sind gleich erledigt. Jetzt muss ich nur irgendwie seine Mortis Engine ausschalten. Er hat ja eigentlich sowieso fast gar nichts mehr. Das sieht gar nicht schlecht aus. Kommt Jungs, macht die Mortis Engine kaputt. Und dann haben wir das Ding in der Tasche. Okay, hier kommen wieder ein paar Leute zurück. Sind auch wieder da. Oh,
Das wird eng. Das wird eng. Jungs, 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 Jungs. Oh Gott. Komm schon. Komm schon, wir haben noch sehr viele Einheiten. Ja, yeah, ja, yeah, perfekt. Oh Gott, war das knapp. So, Questing Cup 12-01. Das war ein wirklich ganz, ganz enges Spiel. Ich habe hier meinen Lord schützen können, obwohl ich am Anfang einen Fehler gemacht hatte und er jetzt sehr viel Schaden von seinen Blood Knights erhalten hat. Aber dadurch, dass seine Mortis Engine erst ganz spät in den Kampf dazugekommen ist, konnte ich seine Hauptlinie ziemlich gut aufreiben. Und er hat seine Blood Knights nicht effizient genug eingesetzt, um hier den Sieg davon zu tragen. Gute Runde. Ich freue mich auf die nächste.